Hallihallöchen und willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir sind hier immer noch gefangen auf, wie ist das, Gelkatras? Und versuchen hier zu entkommen. Ja doch, da steht's ja. Gelkatras, ja. Und dafür müssen wir uns jetzt irgendwo darüber hinschleichen. Ach nee, mit dem wir unten reden, stimmt. Wir hatten das hier sehr gut. Wir hatten das hier repariert und wollten jetzt auch noch einen anderen Turm reparieren, soweit ich das noch weiß. Erledigt, hat ja auch lang genug gedauert. Ich wette, dass ihr Dummschädel beim Arbeiten geschwätzt habt. Ey, Knochenhirn. Muss der Wachturm da drüben auch repariert werden? Wir könnten das übernehmen. Dank etwas Respekt, 6208. Du solltest nicht vergessen, wer von uns beiden der Gefangene ist. Allerdings hast du recht, der Wachturm hat auch ein paar Löcher. Geht und sprecht mit dem Wärter beim Turm. Sagt ihm, dass ihr in meinem Auftrag kommt, aber ein bisschen Dalli. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe, ne? Das ist halt, wenn ich dann eine Weile nicht mehr aufnehme. Dann vergesse ich nicht immer. Hallo, wir kommen, um den Wachturm zu reparieren. Was wollt ihr bei mir? Na gut, dann wollen wir diesen Turm mal reparieren und dabei den Weg zum Loch genauer unter die Lupe nehmen. 6208. Ich habe von den anderen Wärtern schon von deinem plapperfreudigen Kieferknochen gehört. Wovon ihr Hargons Namen sprichst du? Zufällig war es einer deiner lieben Mitwärter, der uns hergeschickt hat. Wir sollen diesen Wachturm reparieren. Als ob. Glaubst du wirklich, wir würden Gefangene mir nichts, dir nichts rumlaufen und Dinge bauen lassen? Na gut, aber jammer mich nicht voll, wenn ihr durch eine dieser riesigen Lücken in den Bodenbrettern fallt. Du kleiner... Schön. Kleckert von an die Spitze und füllt die Lücken mit etwas Sand und verratet dem Aufseher nichts davon. Naja. Oh, hier kann ich kochen. Ist ja eine Feuer. So, dann klettern wir mal da hinauf und füllen auch diese Löcherchens mit Sand. Zack. Zack. Oh, da ist noch ein Loch. Hier sind aber einige Löcher, muss ich sagen. Wie geht ihr denn mit euren Türmen um? Okay. Damit wäre das erledigt. Die Kinder Hargons sind mit ihren Regeln wirklich flexibel, wenn es ihnen passt, was? Sie machen ein riesiges Tamtam darum, wie böse er Bauer ist, und bitten uns dann, genau das zu tun. Irgendjemand muss doch auch ihr blödes Gefängnis gebaut haben, oder? Da frage ich mich, ob irgendeins dieser Kinder je auch nur auf ein Wort von Hargon gehört hat. Aber das ist erstmal egal. Guck mal, Shinny. Was denn? Von hier oben haben wir einen ziemlich netten Ausblick. Sieht aus, als wäre der Eingang zum Loch ziemlich gut bewacht. Vielleicht könnte dir das Holz, das aus den Klippen hervorragt, dabei helfen, einen anderen Weg hineinzufinden. Och, klettern? Oh. Hey, Nummer 6207 und 6208, seid ihr fertig? Meldet euch bei dem Wärter, der euch hergeschickt hat, wenn ihr soweit seid. Und wenn irgendwer fragt, dann sagt ihm, dass ich nichts von der Sache wusste. Okay. Ja, wir müssen da wahrscheinlich Kletterarbeit leisten. Von Balkin zu Balkin. Da oben, das sieht nach Höhleneingängen aus. Ja, bin ich ja mal gespannt. So, können wir jetzt bitte die Leiter nicht runterfallen, sondern wie anständige Menschen... Aha, nehmen. Dankeschön. Tap, 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 tap. Toll. Dafür stürzt sich Malros in die Tiefe. Dann gehen wir mal Bericht erstatten, dass wir alle Löcher repariert haben. Hallo. Endlich fertig, ja? Arbeitet nächstes Mal doppelt so schnell, ihr Knochenkasper.
Es bleibt noch etwas Zeit bis zum Sonnenuntergang, wisst ihr was? Ihr dürft euch den Rest des Tages frei nehmen. Schließlich ist ein Kernbestandteil der Rehabilitation, über seine eigene erbärmliche Existenz nachzudenken. Wo wir gerade dabei sind, die Nächte auf Kelkatras sind ziemlich einsam. Könntest du etwas bauen, das meine Knochen erwärmt? Etwas wie ein Buch der erbaulichen Bilder vielleicht? Nein. Na gut. Ich glaube sowieso nicht, dass ich mir sowas angucken wollen würde, wenn ich wüsste, dass die Bilder von dir gemalt wurden. Falls du allerdings irgendwo eins finden solltest, dann lass es bitte auf dem Tisch da drüben liegen. Dadurch würde die Nachtwache um einiges interessanter werden, ja. Ist klar. Malros will was. Ich gucke aber mal eben wegen diesem Buch. Das hatten wir nicht ins Inventar bekommen, ne? Nee. Der hatte das ja gefunden. Ach, keine Ahnung, wo das jetzt ist. Gut. Zumindest sind wir uns jetzt über unsere Lage im Klaren. Ich zähle auf dich, Shinny. Ich würde liebend gerne mit dir gehen, aber du bist diejenige, die die Zellenlotterie gewonnen hat. Arbeite mit diesem Schleim zusammen, um den Hämmerling aus dem Loch zu holen. Den Rest des Plans können wir später ausarbeiten. Vergesse ich irgendwas? Ich glaube nicht, aber wir könnten auch noch mit den anderen Gefangenen reden. Vielleicht haben sie ja eine Idee, wie wir es uns leichter machen können. Wenn du dich für den Plan bereit fühlst, dann lass uns wie immer auf der Holzbank Platz nehmen und auf den Einbruch der Nacht warten. Okay, ja, ich würde das gerne mit diesem Buch eigentlich erledigen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir das Buch, also wenn er das, wenn das Buch da liegt, dass wir die Wachen, kann ich nicht herstellen, dass wir die Wachen ablenken können. Aber ich wüsste nicht, wo wir das Buch herkriegen. Weil das war doch sehr offensichtlich mit dem, ja, dann liegt es da auf dem Tisch. Tu nichts Dummes, meine Augenhöhlen haben dich im Blick. Ja, ich wollte das Buch haben. Hi. Hast du die Zerstörung mittlerweile angenommen und akzeptiert, dass das Erbauen sinnlos ist? Nö. Habe ich nicht, werde ich nicht, genauso wenig wie die Leutchens hier. Ich glaube, wir kommen nicht weit. Oh, die kann ich nicht abbauen? Schade. Ich müsste nämlich mal was essen. Also das mit dem Buch, weiß ich nicht, ob wir das dann abends irgendwie hinkriegen. Gönn mir erstmal was zum Schnapulieren. Und dann setzen wir uns mal auf die Bank und warten auf die Nacht. Wenn wir unsere heutige Arbeit erledigt haben, können wir uns auch bis zur Nacht auf der Holzbank hier entspannen. Was meinst du, Shinny? Wollen wir hier warten, bis die Sonne untergeht? Ja. Gut, dann stecken wir mal die Köpfe zusammen und denken darüber nach, wie wir vorgehen sollen. Das sollte für heute genügen. Es ist Zeit, dass ihr in eure Zellen zurückkehrt. Holt euch euer Abendessen auf dem Weg nach draußen beim Wärter ab. Holt euch gut, morgen wartet ein weiterer Tag der Rehabilitation auf euch. Ja, weil wir da auch alle so Bock drauf haben. Hey. Na, wenn das nicht die einzige Ware Nummer 5932 ist, hier ist dein Essen. Hi. Ah, 6207. Hier ist dein Abendmahl. Danke. Und guten Abend, 6208. Wie gefällt dir deine Diät immer noch, ne? Mal rausschauen, das überhaupt nicht zu jucken, dass er nichts zu essen kriegt. Ich kann ihm aber auch nichts geben, ne? Ne. Ich hätte dir gerne was gegeben, Malros. Aber darf ich nicht. So, und das heißt wahrscheinlich, dass wir jetzt in der Nacht hier irgendwie lang klettern müssen. Beziehungsweise ich. Malros kann ja nicht mitkommen.
Da bin ich da auch mal gespannt. Dass wir dann den Hämmerling befreien. Ja, wir sind doch auf dem Weg in unsere Zellen. Der Weg ist halt so lang. Da kann ich doch nichts für. Gute Nacht, liebe Knastis. Alle zurück in ihre Zellen. Die Türen werden bis zum Morgengrauen verschlossen, also macht euch keine Mühe. Gute Arbeit bisher, Shinny. Die Erfolgschancen unseres Fluchtplans stehen nicht schlecht. Heute Nacht werden wir alles in Bewegung setzen. Du musst den Hämmerling um jeden Preis befreien. Nimm den Schleim mit. Er kennt diesen Ort wie seine Westen. Er kennt diesen Ort. Ich würde liebend gerne helfen, aber ich hänge in meiner Zelle fest. Ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön. Bis morgen. Und damit sperrt der Wärter Shinny und die anderen Gefangenen in ihre Zellen. Shinny wartet darauf, dass es Nacht wird. So. Dann gucken wir mal, ne? Wir müssen uns auf jeden Fall wieder hier durchbuddeln. Sonst irgendwas Spannendes in der Zelle? Ich glaube nicht. Komm da durch, komm da durch. Hallo? Wir sind da. Oder ich bin da. Wobbidi-wobb, Shinny ist wieder da. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Was? Sie haben euch ins Loch geworfen? Diese Schleimkerle sind so geschleim. Konntet ihr die Zeit wenigstens schlutzen, um einen Fluchtplan auszuklicksen? Du möchtest dich mit dem wahnschleimig gewordenen Hämmerling anfreunden und ihn dabei helfen lassen, den Tunnel zu graben? Aber das ist doch verrückt. Ihr werdet niemals Schlamm erraten. Er würde dir ja doch nicht mal die Hand reichen. Du siehst aber sehr zuversichtlich aus. Vielleicht geht am Ende alles gut. Ich werde hier den Hafen halten. Viel Erfolg. Gut, dann auf zum Krematorium. Okay. Achso, das ist nur unsere Mission. Ich hätte gern freie Hände, danke. Da hatten wir ja die Tür offen gelassen. Ich erinnere mich. Da kamen wir noch nicht durch. Werden wir den Hämmerling brauchen. Die Leichen liegen hier immer noch. Kümmert sich da keiner drum? Ich glaube, jetzt geht's schon mit dem Schleichen gleich los, ne? Aber hier stand doch auch irgendwie eine Wache. Hey, du hast die Tür aufgeschlossen. Schleimfach, tolle Arbeit. Dann lass uns jetzt im Loch gelehen und uns mit dem Hämmerling anfreunden. Moment, Maschini! Spuck mal, da ist ein Skelett in der Nähe. Wenn es uns sieht, werden wir zurück in deine Zelle geschlüpft. Ja. Glücklicherweise weiß ich, wie wir unentdeckt bleiben können. Es gibt da einen Schleimfach zu verfolgenden Weg, den Gottfried mir gezeigt hat. Hier lang. Okay. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn dich ein Gefängniswärter erwischt, wirst du an den Anfang zurückgeschickt. Die Skelette dürfen dich nicht sehen, wenn du dein Ziel erreichen willst. Ja, fast gedacht. Na komm schon. Okay. Ich habe Angst. Komm, komm. Ja. Weiter. Ja, ich komme. Geh doch halt. Ich bin dir direkt auf den Fersen.
umgehen wir den zumindest schon mal sehr gut von hier oben. Vielleicht könnte es schwierig werden. Eine Katze. Kätzchen. Ich komme. Hier sieht es mir zu offen aus. Da ist eine Wache. Der könnte uns sehen, ne? Das ist ein Problem. Und darunter, okay. Du weißt ja gut, es wäre wohl am besten, wenn wir uns von jetzt an durch den Abflussgräben schleimen. Lass es uns langsam angehen, Lin. Was? Diese Gräber riechen fürchterschrecklich? Wir klecksen gerade aus dem Gefängnis aus und sind nicht zum Spaß hier. Beeil dich und folg mir. Okay, ich komm ja schon durch die Ekelpampe. Angst, hier überall immer stehen zu bleiben. Aber ich denke mir halt, wenn ich dem wirklich folge, dann kann ja eigentlich nichts passieren. Das ist das Ende des Weges, den Gottfried mir geschleimt hat. Von jetzt an sind wir auf uns allein gestellt. Okay. Ja, wir dürfen einfach nicht in die Fackel. Was? Aber der Kerl ist aus Zellenblock 2. Wir sind wohl nicht die Schleimschigen, die fliehen wollen. Zwischen dem Loch und uns patrouillieren viele dieser Schleimkerle. Wenn wir versuchen, uns zwischen ihnen hindurch zu schleimen, würde man uns im Nullkommanplitz schnappen. Oh, ich habe einen Geistesglitch. Warum versuchst du nicht, auf mir zu reiten und die Klippen hochzuklettern? Ich kann glitschig hochspringen. Höher als du alleine es hier könntest. Mein federnder Körper fängt sogar deinen Sturz ab, falls was schief geht. Na gut, die Entschleimung liegt bei dir. Aber egal, welchen Weg wir nehmen, wir müssen zum Schloch. Drücke neben einem Verbündeten Schleim R, damit er dich mitnimmt. Schleime können nicht nur richtig hochhüpfen, ihre elastischen Körper schützen dich auch vor tiefen Stürzen. Okay, also du willst jetzt, sag ich mal, hier lang, ja? Hier können wir ja noch so entlang kommen. Okay, hier geht's dann theoretisch schon los. Gucken wir mal. Okay, hier muss ich dann so wieder klettern. Ja, das wird jetzt spannend. Oh, hier können wir Sand kaputt machen. Vielleicht kommen wir da auch irgendwo lang. Dass ich da vielleicht gar nicht... Oder der ist hier da, dass ich mir eine Brücke bauen kann. Das fände ich nämlich, glaube ich, ein bisschen besser. Als jetzt hier irgendwelche komischen akrobatischen Sprünge zu machen. Tut mir leid, Schleim, aber... So ein bisschen auf Nummer sicher, ne? Kann ich wieder ein bisschen Sand ergattern? Oh, kann ich da hochklettern? Wahrscheinlich, ne? Oh, da habe ich aber Angst. Oh, ich kenne mich. So. Perfekt. Ganz vorsichtig. Hier nehmen wir nochmal Sand mit.
Da hinten müssen wir hin. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, von da unten darüber oder da an der Wand entlang. Würde beides theoretisch gehen, ne? Geh mal da unten auf den Balken. Okay, das ist gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Ich weiß, ich bin mega vorsichtig, ne? Aber ich kenne mich. So. Ich hasse so schmale Balkendinger. Aber wir sind da. Das ging viel einfacher, als ich dachte. Jetzt sind wir genau über dem Eingang zum Loch. Ich frage mich, was der Haufen Sand da zu suchen hat. Also ich kann ihn ja kaputt machen, oder? Gucken wir mal. Okay. Macho Matsch, Loch zum Loch. Sieht nach einem praktischen Weg aus. Aber wenn du so dir nichts runterfällst, zermatschst du am Ende noch. Klettere auf meinen Rücken, bevor du springst. Okay. Sind wir denn da durch? Schnell. Wir sind direkt hinter einem Wärter gelandet, ne? Ist jetzt auch nicht das Beste. Hallo? Ob ich irgendwelche Gegner sehe, aber ich glaube nicht. Sind wir so weit gekommen, ne? Okay. Problem ist aber, wir haben den Schlüssel nicht. Der war oben hinter dem Wächter irgendwo, ne? Ah, in dieser Kiste. Ich erinnere mich, warte. Ja, da ist auch das Pünktchen. War zu voreilig. Nicht dahin Schlüssel. Ginny! Ginny erhält folgendes. Einen Schlüssel, okay. Ist das der Schlüssel zur Zelle des Hämmerlings? Ist einfach prima. Ja, und jetzt lass uns ganz schnell da zu der Zelle hüpfen. Ups. So. Unten war ja keiner. Oh, what? Aber ob wir es schaffen, den Hämmerling von uns zu überzeugen oder nicht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!